Freunde, was geht? Bevor das Video losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Da der Leander hier mitten in der Nacht noch einen Forumbeitrag machen musste, ja, wollte ich euch darauf hinweisen, jetzt das kommende Wochenende von Freitag bis Sonntag gibt es im Webshop eine Sanduhrenaktion. Das heißt, ihr bekommt 20% mehr Sanduhren für euer Geld. Ja, die einen oder anderen wissen es noch gar nicht vielleicht. Man kann sich Sanduhren kaufen für Geld. Tatsächlich, das geht exklusiv im Webshop. Und wenn ihr hier hinkommt, seht ihr das schon, da bekommt ihr halt dann eben 20% mehr. Für die Leute, für die das in Frage kommt, ist das auf jeden Fall, denke ich mal, eine coole Aktion. Ansonsten, gilt das, soweit ich weiß, jetzt nur erstmal für die Sanduhren, die 20% Aktion. Den Link zum Community bzw. zum Webshop von Shakes & Fidget findet ihr unten in der Videobeschreibung, habe ich mal verlinkt. Und wenn ihr euch hier einloggen wollt, zeige ich das euch auch nochmal ganz kurz. Und zwar müsst ihr dazu mit eurem Account in die Optionen und dann auf Charakter, und hier habt ihr eure Charakter-ID, die kopiert ihr raus und dann könnt ihr die hier einfügen im Webshop und dann eben ja euch somit einloggen, und somit ist euer Account verbunden und dann könnt ihr halt hier drüber aufladen. Habt hier die Pilze zu alten Preisen, weil es halt im Steam, iOS und Android 20% mehr kostet. Das heißt, da kosten 3000 Pilze nicht 100, sondern 120 Euro. Deswegen der Webshop sowieso unumgänglich. Und wenn ihr mich noch mehr kostenfrei supporten wollt, dann wisst ihr ja Bescheid. Könnt ihr hier beim Creator Code sehr gerne meinen Namen Dorza eingeben beim Einkauf. Und dann ist das Ding hier auch schon durch und ich werde hier anteilig mit vergütet, und deswegen danke ich euch da auf jeden Fall für euren Support. Ansonsten, gibt es auch noch eine kleine Legendary Dungeon Umfrage, das verlinke ich euch auch mal, da könnt ihr auch sehr gerne dran teilnehmen, zum letzten legendären Dungeon, wie ihr das Ganze hier fandet, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Bevor morgen der EU5 Server startet und wir dort live im Stream reinschauen werden, um 15 Uhr geht das Ganze los, könnt ihr sehr gerne dabei sein hier auf YouTube bei mir. Gucken wir nochmal auf W60, auf unser Projekt, was wir hier inzwischen geschafft haben. Denn wir sind momentan bei Raid 25 von 150, also wir sind jetzt gerade mal bei der Hälfte angelangt von dem, was wir eigentlich erreichen wollen, und zwar die 50 Raids alleine besiegen. Und wir haben sogar im Dämonenportal fast den ersten Akt komplett alleine besiegt. Wir sind bei 10 von 10, das ist der letzte aus dem ersten Akt. Wir gehen auch direkt rein und schauen mal, wie wir uns schlagen hier gegen den letzten Gegner. Die Kämpfe habe ich leider nicht mehr alle so wirklich aufgenommen, weil dazu musste man jetzt immer auch Aufnahme und starten und dann die ganzen Dateien aufbewahren. Habe ich die Tage nicht hinbekommen, weil ich hier und da mal auch vom Handy aus das gestartet habe und das hat dann leider nicht ganz so geklappt. Ich sag mal, die Kämpfe sehen ungefähr alle gleich aus, nur dass sie halt dann pro Gegner immer ein bisschen schwieriger werden, ne? Also die Kämpfe an sich sind cool, weil die Runden gehen recht lange, weil die Gegner aus dem Dämonenportal hauen nicht viel Schaden raus, die tanken aber übelst viel an Schaden ein und dadurch werden die Kämpfe an sich auch so übelst lange, was ich ja, muss ich persönlich sagen, ziemlich feier. So einen langen Kampf mal, vor allen Dingen gerade als Magier, sind die Kämpfe ja nun wirklich sehr, sehr short, sag ich mal, und deswegen... Ja, ist das ganz cool. Und es sieht so aus, als ob wir auch morgen diesen Gegner hier besiegen werden. Natürlich habe ich auch die ganzen Kämpfe gespeichert. Nicht zuletzt jetzt gerade den hier. Ja, und es ist natürlich klar, wenn ich jetzt hier die ganzen Kämpfe gespeichert habe und wir uns das ansehen und schon wissen, okay, wir sind jetzt beim 25. Gehe ich die nur mal so ganz schnell durch, um mal zu gucken, ob die Gegner jetzt hier mittlerweile schon ein bisschen... was mir entgegenzusetzen haben oder ja, ob das bisher alles noch easy ist. An meinen Tränken und sowas seht ihr, dass ich die selbst auch nicht wirklich up to date halte, ne? Also ich habe hier momentan gar keine Tränke drinne. So, da habe ich jetzt die Tage jetzt auch gar nicht drauf geachtet, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin immer nur in den Server rein hier und habe immer mal ganz kurz den Gilden Raid gestartet, gar nicht drauf geachtet, was ich hier für Tränke am Start habe. Aber zumindest nach den ersten Raids hier zu begutachten, ist das auch noch gar nicht weiter nötig, dass ich hier mir irgendwelche Tränke grabben muss, damit ich hier die Gegner besiege, was ich nicht gedacht hätte tatsächlich.
Ich hatte gedacht, wir haben hier mit ein bisschen mehr Gegenwehr jetzt zu rechnen. Vor allen Dingen, weil wir jetzt ja schon mittlerweile bei der Hälfte sind. Aber ich denke mal, die letzteren Gegner, die werden schon ein bisschen stärker sein. Gerade die letzten 10 oder so, falls wir überhaupt so weit kommen. Hätte ich niemals gedacht. Mein persönlicher Tipp war gewesen, ich glaube so 30. Da habe ich gesagt, okay, bis dahin komme ich. Aber danach, glaube ich, ist nicht mehr möglich. Ich meine, da sind wir zwar jetzt noch nicht. Wir gucken mal auch, wie stark die Gegner hier noch werden. 24, 21 habe ich hier. Ich muss mal gucken, hatte ich da noch Tränke drin gehabt? Nee, also das sind alles jetzt bezwungene Raids, alles ohne Tränke. Ne? Also, das ist noch eine extra Challenge obendrauf. Und mal gucken, ob, ja, weiß ich nicht, ob das hier einigermaßen knapp wird jetzt hier. Und wenn nicht, dann können wir halt auch immer noch die Tränke equippen. Das ist ja auch gar kein Problem. Da hatte ich ja jetzt nicht irgendwie extra gesagt, hier ohne Tränke oder so, weil ich dachte, das wird so an sich schon übel schwer werden, hier weiter voranzuschreiten. Aber man sieht, ein bisschen Schaden wird gegen uns hier schon ausgeteilt. Aber ich werde auch, nachdem wir mal die Kämpfe hier angeschaut haben, werde ich auch gleich wieder die Tränke equippen, dass wir hier auch auf dem aktuellsten Stand sind. Und ja, mal schauen, ich würde ja ungern verlieren. Also, das Ding ist ja, wenn ich jetzt das erste Mal irgendwann jetzt gegen einen Raid einmal verlieren sollte, ist ja die Challenge jetzt nicht damit gleich automatisch vorbei. Also geht jetzt nicht danach, wenn ich einmal besiegt worden bin, dann höre ich auf hier, sondern dann versuche ich natürlich auch noch ein zweites und ein drittes Mal denselben Raid zu besiegen, um zu gucken, ob wir mit ein bisschen Glück eventuell das dann auch noch schaffen. Aber ja, bisher sieht es halt wirklich echt easy aus. So, wir sind hier bei den Pets. Das ist jetzt dementsprechend der 25. beziehungsweise halt sind wir hier bei der Halbzeit und wir haben alle Gildenkämpfe, alle Raids abgearbeitet. Ja, so schnell geht das. So, die nächsten werde ich auch gleich wieder speichern und wir können auch direkt hier jetzt gerade den nächsten Raid starten. Werde ich auch machen. Es sieht tatsächlich sehr gut aus. Was ich auch dazu sagen muss, natürlich hilft das Dämonenportal hier jetzt auch noch ein bisschen mit mir unter die Arme zu greifen, weil mir das natürlich dann halt auch dementsprechend ein bisschen mehr Damage gibt. Und das ist natürlich auch eine ziemlich coole Angelegenheit, gerade für mich als Magier. Aber jetzt werde ich erstmal schauen, dass wir hier jetzt unsere Tränke rankriegen, weil die wollen wir uns natürlich trotzdem nicht entgehen lassen. Und das sollte mir auch dann wiederum einen guten Boost geben auf meine Stat-Punkte und uns dementsprechend halt ein bisschen vorantreiben, was die Raids noch weiter angeht. Dass wir nicht irgendwie ein Raid doppelt starten müssen oder so. Ich habe hier, seitdem ich die Raids gestartet habe, das kann man auch alles nachgucken hier, ich habe hier keinen einzigen Skillpunkt hier weiter rein investiert in den Char. Also so wie ich die Challenge hier auf dem Server gestartet habe mit Anfang des ersten Raids, so blieb der Char auch unterdessen. Also von dem Gold, was ich hier oben habe, habe ich bisher kein einziges Gold hier weiter an meine Skillpunkte gesteckt. Ich habe mich nicht equipmenttechnisch anderweitig irgendwie verbessert oder so. Das ist alles so wie zum Anfang, Start des ersten Raids. Und so werde ich die Challenge auch weiterhin durchziehen. Und dann bin ich gespannt. Ihr könnt mir ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es jetzt aussieht, ne? Also jetzt habe ich ja schon länger nicht mehr diese Challenge gebracht hier. Weil sonst vorher hatte ich sie alle, ich glaube ich, alle 5 Raids oder so, hatte ich mal als Videoprojekt das Ganze hier präsentiert. Jetzt ist das Ganze natürlich schon ein bisschen her. Ich glaube 15 Raids oder so waren jetzt seit dem letzten Video dazwischen. Also ist schon ein bisschen Zeit vergangen und jetzt könnt ihr ja mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt dazu sagt, wie ihr jetzt das Ganze einschätzt. Und wir sind jetzt hier von, wie viel Statpunkte war das vorher? Wir gucken nochmal in den letzten Raid rein. 24 und 21 sind wir auf 30 und 26 jetzt auch vom Haupt- und Nebenattribut gestiegen durch die drei Pots hier, was natürlich jetzt nochmal mir mehr in die Karten spielt für zukünftige Raids. Und ich sag mal so, selbst ohne Pots sahen die letzten 10 Raids oder so wirklich echt easy aus. Also es könnte sein, dass wir hier tatsächlich als Ein-Mann-Armee, als Ein-Mann-Gilde alle 50 Raids eventuell ja, besiegen könnten. Ne? Ich bin sehr gespannt. Mal schauen, was das Ganze wird oder und wie weit wir kommen. Und ja, nach wie vor,
ist dann mein Vorhaben, denn wenn wir hier fertig sind mit dem kleinen Projekt auf W60 hier, dass wir halt uns dann komplett nackig machen und dann können alle Leute, die auf W60 spielen, dann uns sehr gerne in der Unterwelt abfarmen, ne? Weil die Leute, die hier halt eben komplett nackig rumlaufen sollten, ne, falls das hier irgendjemand tut, keine Ahnung, die sind natürlich ein easy Snack für die, die gerade hier zum Beispiel einer, die zum Beispiel gerade die Unterwelt pushen oder so. Und ich sag mal, ich habe jetzt ja schon ein Level, was relativ hoch ist, mit 386, ja, immer dieser Zahlendreher. Und da kann man mich dann auf jeden Fall easy für die Unterwelt dann auch benutzen, wenn ich mich komplett ablege vom Equipment her. Und dann mal schauen, kann ich vielleicht für den einen oder anderen hier auf dem Server noch eine Hilfestellung leisten. Nachdem ich dann mich auch komplett freigemacht habe, werde ich dann auch die Gilde hier auf freien Beitritt stellen. Mal schauen, vielleicht tritt ja irgendjemand dann hier bei und kann irgendwie davon profitieren, dass man hier schon denn die dementsprechenden Raids schon abgearbeitet hat. Ne? Was ich zwar jetzt immer nicht so glaube, weil die meisten werden irgendwo schon irgendwie unterkommen in der vollen Gilde, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen da eine kleine Hilfestellung und kann dann da was mit anfangen. Ansonsten wird die Gilde halt einfach ihrem Schicksal überlassen hier auf dem Server und dann werden wir schauen, was damit passiert. Wahrscheinlich gar nichts mehr, großartig. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die ersten Ränge, wie es hier jetzt mittlerweile aussieht auf W60. Ist ja auch ein sehr starker Server, muss man mal auch dazu sagen, auch sehr aktiv. Ich würde sagen, von den W-Servern her sind so W50 und W60 also wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert, um da zu starten, weil ich glaube, hier auf Langzeit sind hier sehr viele aktive Gilden wirklich am Start. Wir gucken mal in die Gilden-Ehrenhalle, wie es hier aussieht. Ja, wir haben hier schon 1, 2, 3 Favoriten, die sich hier so rauskristallisieren, aber ich sag mal, das große Mittelfeld ist hier doch relativ gut vertreten, ne? Guckt euch das mal an. Also von der Ehre her sind wahrscheinlich jetzt viele Gilden hier wirklich im Mittelfeld bzw. unteres Mittelfeld bzw. halt viele Gilden, die hier auch vielleicht Free-to-Play oder Low-Eco-Schwimmer drin haben, deswegen von der Ehre zwar jetzt nicht ganz oben mitspielen können, aber ich sag mal so, bis zum Rang 100 und weiter hinaus oder weiter drunter sind hier sehr viele Gilden, die top gefüllt sind, 50 Member drin haben. Und das spricht natürlich schon dafür, man weiß, man kann natürlich in die Gilden nicht reinschauen, wie aktiv die sind, aber das spricht erstmal dafür, dass der Server gut gefüllt ist und viele gefüllte aktive Gilden hat, beziehungsweise viele vollgefüllte Gilden hat, wo viele Leute eventuell drinnen spielen. Also ja, kann man auf jeden Fall, denke ich mal, eine Empfehlung rausgeben und wir sind erstmal durch mit dem Projekt hier. Beziehungsweise mit dem Video. Wir hören uns dann die nächsten Tage auf jeden Fall. Ich werde hier weiter meine Raids durchknüppeln, knüppeln und gucken, wie weit wir kommen. Ne? Mal schauen, die nächsten 10 Raids oder so. Danach kommt dann wieder das nächste Video, kleines Update dazu und das war es soweit. Wenn euch das Ganze hier gefällt, dann würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier ein Like auf das Video da lasst, dann sehe ich, okay, ist vielleicht ein ganz cooles Projekt, ist ja nur so nebenbei läufig so, ne? Kommt alle paar Tage mal, ne? Und wir gucken mal, hat ja auch bald ein Ende, ne? Es ist ja absehbar und ja, deswegen war es das soweit von mir. Ich wünsche euch einen super schönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.